Nog mee? Ook 300. Ik heb vragen. Optie op grond. Ihre grossen Erfahrung am modernen Mensch. Der Eindruck kennt, dass sich neue Symbole in religiöser Hinsicht bilden werden oder bilden könnten. Ja. Sei es nun im christlichen Rahmen, ja, oder sei es etwas ganz Neues. Ja. Gerade im Hinblick auf die Zweiteilung, ja, ja, von, ja, der Welt, ja, ja, die doch irgendwie auch einmal zu einer Konjunktion, ja, so sind wir eine Einheit gekommen. Ja. Ja, ja, das ist tatsächlich der Fall. Man kann das also direkt anweisen. Dass also in den Träumen vom Modernen kommen die Mandala-Symbole vor. Und nun kann man natürlich, man hat keine Erfahrung von früher her, nicht wahr? Da können wir nicht sagen, sind jetzt die Mandala-Symbole von früher her schon da? Oder sind sie heutzutage, treten sie in vermehrtem Maß auf? Also ich habe sie hauptsächlich nach dem letzten Weltkrieg habe ich die Sachen gefunden, aber wer hätte so etwas gewusst vorher? Nee, nicht so. Nun, haben wir aber objektive Belege dafür. Und das sind die Source-Geschichten, die UFOs, da habe ich ein Büchlein darüber geschrieben. Das ist der objektive Beleg, dass so Visionen stattfinden, dass so eine Lore erfunden worden ist, nicht wahr? Sogar ein Astronom, der berühmte Astronom Hoyt in Cambridge, naiverweise schreibt er ein Buch über das Motiv. Und zwar, nicht, es ist nach der, es ist eine Novelle. Ohne eine Ahnung zu haben, wovon er eigentlich schreibt. Und er beschreibt es in der Form von einer Globul, einem sogenannten Globulus. Das ist eine Materie, eine globuläre Materienansammlung, wo mit der Zeit durch Verdichtung zu einem Stern wird. Und da tut sich der Rechte annähern. Und zwar nicht gerade der Rechte, sondern der Sonne. Um zu einem bestimmten Zweck, nämlich um Energie aufzunehmen. Und dort aber unwissentlich den Sonne verdunkeln, sodass wir auf der Rechte zunächst fast verbrennen und dann verfrieren. Und das ist halt der Inhalt von der Geschichte und der Denouement. Und es zeigt sich, dass die Wolke schon so weit entwickelt ist, dass sie in sich intellektuelle Vorgänge hat. Und sie treten dann mittels Radiotelefonie in Verbindung mit einer Currents in dieser Wolke. Das ist eine tolle Idee. Aber das heißt einfach, es ist ein globularer Körper mit übermenschlicher Intelligenz und von also von unendlich langer Dauer, also hat Lebensdauer von einem Gestirn, nicht wahr? Ja, das ist natürlich Geschichte eben von einem Astronom. Und das ist also einer von diesen Fällen. Dann gibt's andere Fälle, die Geschichte von der, ich weiß nicht, ob ich noch Bekanntes erzähle, also von einem Engländer, wo ist in einem abgelegenen englischen Dorf, ist da so ein Fall eingetreten, dass nämlich so ein UFO, so ein Flying Saucer, gelandet ist und einen Zirkel um sich herum geworfen hat, wo jeder, der dran ist von einem Mile-Radius, jeder, der aus dem Draco ist, ist sofort in einen hypnotischen Schlaf verfallen. Mann und Tier, nicht wahr? Und da ist natürlich Automobilunglück gegeben an der Stelle. Und das Dorf ist für 24 Stunden vollkommen in Schlaf gesunken. Wegen der Gegenwart von diesem UFO. Und dann, nach 24 Stunden ist alles vollkommen normal wieder aufgewacht. Und es ist nicht passiert. Absolut nicht. Kein Mensch hat etwas gemerkt. Jemand hat etwas gefallen. Wie nichts gesehen. Und dann hat sich aber nach einigen Wochen herausgestellt, dass alle konzeptionsfähigen Frauen vom Ort schwanger sind.
Ja, das ist natürlich eine große Aufregung, das Respektable da aufgekommen. Und dann haben sie abgewartet natürlich, was hätte man können machen. Und da haben sie Kinder bekommen. Die sind besonders nett und elegant gewesen und haben alle goldige Augen gehabt. Und in der Schule hat es gleich gezeigt, dass sie viel intelligenter gewesen sind als die anderen. Und dass sie auch eine merkwürdige Fähigkeit hatten, wie wenn sie einen Verstand hatten. Alle zusammen einen Verstand. So dass nur ein Mädchen und ein Bub jeweils in die Schule gegangen sind. Dass sie geliebt haben, die anderen haben alles was gewusst, was die aufgenommen haben. Und sie haben dann also noch eine besondere Schule müssen für sie einrichten, weil sie also ganz abscheulich intelligent geworden sind und vorwitzig. Und dann schließlich ist der Engländer dämmert, dass das einfach eine überlegene Rasse ist, eine ganz neue Rasse Mensch. Und zwar von überlegener Intelligenz. Und sie haben dann unterdessen auch Informationen bekommen, dass in Afrika ist das auch passiert, dass ein Negerdorf eingeschliffert worden ist. Und nachher haben sie auch Kinder mit goldigen Augen gehabt. Und die haben sie aber sofort alle kaputt gemacht. Weil das eine Neuigkeit war. Und so war also die Frage in Afrika gelöst. Im Eskimo-Dorf ist das auch passiert. Beim Eskimo-Stamm, die haben die Kinder einfach ausgesetzt und die sind verloren. Also auch erledigt. Aber in Sibirien ist es passiert, unter der Herrschaft von der Sowjets. Und die hat sich dafür interessiert und haben dann das Dorf isoliert, komplett abdichtet. Und hat also die beobachtet, was jetzt mit denen wird. Und da hat sich herausgefunden, dass die nämlich das zweite Gesicht auch noch haben. Sie haben telepathische Fähigkeiten. Und das ist dann der Russe, das dick geworden. Und dann sind sie mit schwerer Artillerie, gerade sie lokal zusammengeschossen. Und alles kaputt gemacht. Und dann haben sie da geguckt und haben nicht gewusst, was machen mit denen, mit der neuen Rasse. Und dann war ein Edler, ein Engländer, der sich besonders um das Ziel für seine Kinder verdient gemacht hat. Er hat also das größte Mitglied und das größte Verständnis für sie gehabt. Und hat dann aber gefunden, ja, entweder wir oder die. Denn wenn die oben aufkommen, sind wir verloren. Dann sind wir einfach, wir sind der Niggers, der pure Niggers. Und das sind der, das sind die eigentlichen Hirsche. Und wir sind den Beherrscht. Und er hat gesagt, ja, das ist unmöglich. Rule Britannia, nicht wahr? Und hat dann mehrere Kisten Dynamit in die Schulzimmer schaffen lassen, wo sie alle bis gewesen sind und hat sich in die Luft gebrochen mit der ganzen Gesellschaft. Und seitdem ist also nicht passiert. Das ist so eine Geschichte. Ja, das heisst also, es ist ein dunkler, ach, Rumor, dass etwas sich will im Mensch inkarnieren, etwas will in unser Waldsystem eindringen. Etwas uns, etwas wie die Sonne, etwas Goldiges, etwas Überlegenes, eine Ganzheit, die der Mensch nicht hat. Und das wird nun gesehen als Form von hundertglänzenden Erscheinungen, nicht wahr? Und da hat Stimme drin, die Intelligenz drin, die überlegen sind, nicht wahr? Die behaupten sich auch von der Venus oder vom Mars und die kümmern sich um unsere irdische Situation, also um die ganze politische Weltlage und wollen uns also gute Rückschläge geben oder wollen uns also helfen und, oder vielleicht sogar zum Auswandern helfen. Das sind alles also Heilandsschiffe, wo vom Himmel kommen, wo uns wand von unserer Dumpfheit erlösen. Das ist der Mythos, der heute gilt. Und es ist bloße Ignoranz auf unserer Seite, wenn wir das unterschätzen. Denn in Amerika haben sie einen Gallup-Test gemacht und da haben sie gefunden, dass etwas mehr als 40% von der Bevölkerung ist vollkommen überzeugt, dass die Ressourcen existieren. Dass die vorhanden sind. Und wenn Sie die Literatur gar kennen, ich kann ein Buch empfehlen, das ist hochinteressant.
Das ist von Amy Michel. Und das heißt Mysterieux Corps Céleste. Und er ist selber in der Aviation gewesen und ist ein intelligenter Franzose. Und er hat auch interessante Beobachtungen gemacht, nämlich dass Beobachtungen von einem Tag von so UFOs die liegen auf einer geografischen Linie. Hat auf der Karte fixiert. Hochinteressant. Das wurde darauf hinweisen, dass das etwas da ist. Also das Buch hat mich annähernd überzeugt, dass die Sache doch etwas da ist. Es ist irgendetwas Physikales da. Aber was daraus gemacht wird, das ist für uns interessant. Nämlich der ganze, die eine Erlösungshoffnung wird auf diese Sache projiziert. Und das ist also nicht weit von einer Religionsbildung, also einer Beachtung von Erlöser aus anderen Sphären, nicht wahr? Das ist hochinteressante Literatur. Und wie gesagt, also, zum Beispiel der Adamski, wo es ist ein Skandal in Basel. Das ist einer, der behauptet, sie sei 11 Uhr um den Mond herumgefahren und der Mond hat auf der anderen Seite Wasser und steht und so weiter. Das ist natürlich ein heilloser Blödsinn. Und ist ein Schwindler. Aber der hat also Gläubige in der Schweiz. Also ich kenne sogar jemanden, der sonst also ganz vernünftig ist. Der ist vollkommen überzeugt, dass das stimmt. Und der hat dann natürlich auch der Erlöserwahn. Ja, der reist als Klägling auf die Venus und dort haben sie eine wunderbare Kultur, also fabelhaft und schöne Leute mit blonden Locken und großen blauen Augen. Irgendwo. Ja, er hat die sogenannten Contacts, man nennt das in Amerika Contacts. Nämlich mit einem überlegenen Wesen. Aber das ist der Origin of a Myth. Das ist so wie Christus Geburt von der wunderbaren Konjunktion anzeigte, ist von Jupiter und Saturn. Das ist ein Verbrechen, der also wirklich stattgefunden hat. Er wird auch gewissermaßen von den Sternen abgeleitet. Und René Pinafurni von einem Gott ist also Gott vom Olymp, das heißt vom Himmel, aus Sternenwelt, runterkommt und auf der Welt erscheint. Und das passiert jetzt wieder. Und es passiert in der gleichen banalen Weise, wie es früher gegangen ist, oder? Dass unbedeutende Leute umeinander gelaufen sind und verkündet haben, Christus ist erschienen, nicht wahr? Er ist auf die Erde gekommen, er ist wirklich geworden, nicht wahr? Ganz naiv. Ja, das war ja die Rolle von Paulus, die er gespielt hat, die Sie ja gesehen haben, im Thessalonicher Brief. Da kommt er zur Gemeinde, wo wir immer gemeint haben, dass sie eine christliche Gemeinde gesehen. Das sind jüdische Settlements gesehen. Und hätte er verkündet, der Messias sei denn also gekommen, dass sie in Wirklichkeit sei das passiert. Das ist in Jerusalem passiert, so und so. Und das ist das Evangelium gewesen. Das ist die sogenannte Urverkündigung. Das ist jetzt wirklich auf die Erde gekommen. Und so ist die Evangeliumsverkündung in unserer Zeit, steht im Ebro-Bulletin und so Zeitiger oder Source Review. Und das ist gerade so lächerlich. So geschieht es in der Wirklichkeit, dass so ein Mythos dann lebendig wird. Das ist beim Buddha ist die gleiche Geschichte. Wird ja der noch nicht gewusst vom Buddha, sondern er wird noch gewusst, dass der kluge, wohlwollende Mann, also ein bedeutender Mann ist und das aber
später eben der große, mehr als alle Götter ist. Der Elefant, da, sie lehren immer die Elefantenspur. Ja, alle Sachen sind einmal klein, wenn sie aufhängt. Und so ist es bei uns. Und so bin ich gar nicht wundern, dass das, ich weiß nicht, wo einer noch geht. Wenn es so lange Sachen so dunkel ist, kann natürlich alles rein projiziert werden. Da möchte man gerne wissen, was die Realität von dieser Geschichte eigentlich ist. Aber das ist vollkommen dunkel, warum man nicht mehr weiß. Ich weiß auch, dass eine Reihe von Geschichten jetzt zum Ferien kommen, wo jahrelang im Dunkeln waren, wo ich nicht wusste. Das sind hochinteressante Beobachtungen zum Teil. Also ich empfehle das Buch von Aimé Michel. Ich kann ihn wirklich empfehlen, das ist hochinteressant. Weil es also die Seite von der möglichen Wirklichkeit beleuchtet. Und das ist weitaus das Beste über die ganze Sache. Oder war das ein? Nein, ich muss wieder was denken. Ich nehme ein paar von deiner Beerdigung. Mit großem Vergnügen. Aber.